Es hat nun doch noch geklappt. Dann kann ich hier zum Händler fahren. Und meine restlichen Sachen abholen. Da warten noch zwei Anhänger auf mich. Stand der Knoll rum, ich weck den mal. Ich schreibe dir auf dem Parkplatz ein Angebot. Boah, kurze Nacht, ey. Bin schon wieder seit 7 wach. Ich muss noch den umkonfigurieren. Da muss ich doch gerade mal zum Jürgen voll durchfahren. Was hat der jetzt beim Händler? Hi Jürgen. Hi. Du, ich bräuchte bei dem Traktor hier noch eine Konfigurierung. Ja, ist ja deine, ne? Oh, habe ich mir jetzt geleistet. Hab den Steyr verkauft. Schweineteuer und bringt nichts. Was hat die Kiste? 125. Oh, jockelt der noch. Ja. Für die paar Schafe, die ich habe, das reicht wohl. Aber ich müsste hier halt noch ein bisschen was, müssen wir noch ein bisschen was machen. Bräuchte nämlich nur einen Frontlader. Hast du da noch einen Bausatz da? Kann man da einen ran machen? Welcher ist das? Wie, welcher ist das? Das ist ein Ford, siehst du doch, steht doch drauf. Gibt nur einen, gerade da doch, okay. Ja. Ich will nur wissen, ob du so einen Satz noch daheim liegen hast. Ja. Ah, der Kuhstrahlungskatalog in Tablet nach. Hans-Peter hat die halbe Bestellung vergessen, ey. Ja, müsste ich noch da haben. Okay, wann kann ich denn vorbeikommen? Welchen willst du denn? Den FZ30 oder den? Den 60er brauche ich. Der hat doch mehr als 100, mehr als 90 PS. Ja, habe ich auch da den 60er. Okay. Also den Anbau hierfür dran, ne? Posten. Ja, genau. Hier die Hydraulik und bla blub. Ja. Okay. Bin ich gerade überlegen, willst du den dann gleich mitnehmen oder soll ich zu dir runterfahren? Ich glaube, es ist besser, ich fahre zu dir runter. Ja. Okay. Gut. Mach mal direkt gerade, komm. Okay. Der Hans-Peter hier anruft, du. Ich will mir einen Mähdrescher bestellen, ey. Ich warte die ganze Zeit schon auf seinen Anruf. Warum brauchst du denn einen Mähdrescher? Er hat mein Feld gekauft. Und dann brauchst du gleich einen Mähdrescher. Ah. Hast du auch einen Tieflader? Tieflader? Ja. Haben wir noch. Okay, weil je nachdem bräuchte ich vielleicht auch mal einen Drescher. Tieflader haben wir, ja. Okay, schauen wir mal. Ich fahr mal runter zu dir, dass wir das fertig machen. Jo. Komische Lenkung hier. Sind noch da? Ja, ich zuckle hinterher. Hast du eigentlich deine Hallen gebaut?
Ja, hier unten, ja. Ah ja, gucke ich mir auch gleich mal an. Ja, das ist nur beim Händler und unten beim LU da, ne? Eine Tankstelle. Tankstelle? Ja, ich habe aber gehört, dass beim Lohnunternehmen auch eine geplant ist. Hier oben. Okay, weil ich müsste mal tanken. Was sind denn das hier für Umleitungsschilder? Ich glaube, wir trennen. Sollst da hier den Berg, hier den, in den Wald hochgehen? Keine Ahnung, was der geplant hat. Okay. Ich hab mal da steht nämlich auch eins geradeaus, ne? Ja, ja. Aber naja. So, wohin? Das gute Stück. Hier, wo ich stehe. So, hast du auch ein Käffchen? Klar. Gut. Dann, wo? Warte. Mit Zucker, bitte. Mit Zucker? Ein, oh. Zwei? Ja, drei. Okay. So. Oh, hier bitte. Danke. Ach so, um Ohren zu halten. Oh nee, warte. Ach. Da ist das laut. Wie kann der hier nur arbeiten? Gott, Knoll hier. Servus. Wegen dem Angebot, ich hab's jetzt fertig. Nur uns irgendwo treffen und besprechen oder? Ich bin gerade bei ihrem Chef. Oder bei ihrem Kollegen. Beim Herrn Reisex. Der muss gerade mein Ford mit Frontladeranbau versehen. Und dann würde ich runterkommen. Ich komm zu Ihnen. Okay, gut, dann bis gleich. Gleich. Ciao. Der Jürgen hängt auch schon wieder am Telefon, ey. Ich geh mal nach meinen Feldern gucken. Na, warte mal, rennt hier der Neumann rum? Hier auch nicht rum. Wo ist denn der? Ist keiner wieder da beim. Da steht er. Knoll! Knoll! Da! Ah. Gott. Servus! Ich geh jetzt mal kurz. Angebot? Ja, Moment. Moment, mein Tablet lädt. Zugriff erlauben. Hä? Checkt es nicht. Kann auf Ihr Dokument nicht zugreifen. Sagen Sie mir einfach, was drin steht. Es sind inklusive Mehrwertsteuer. Auf 97.075. 97 wie viel? 97.005. Ich habe immer nur und 5. 97.075 Euro. Ah. Na also, dann kommen wir doch unter die 100. Aber dann passt, dann machen wir runde Summe 100.000, dann ist gut. Dann kriegen sie 20.000 dann noch und dann passt's. Hallo? Ja. Ja. Okay, dann würde ich den Auftrag erteilen. Fangen Sie einfach mal an. Okay, passt.
Gut, danke. Was? Tschüss. Ja, der Jürgen ist fertig, so wie es aussieht. Ah ja, genau. Oh. Volker? Ja. Ich hab dein falsche Konto angegeben. Nee, hast du nicht. Och. Nee, das passt schon. Wie viel waren das? Nee, nee. Ich weiß. 83.200. 83.200 waren das. Hä? Hey? Hab ich dir überwiesen. Ja, und jetzt? Müsstest du mir mal zurück überweisen. Ach, ich dachte, das war ein Geschenk. Nee, ging an den falschen. Wie viel? 83.200. 83.200. Was hat denn der Anbau gekostet? 1.900 krieg ich von dir. Okay. 1.900. Mhm. Gut. Dann danke ich recht schön und oh, merci. Dem Knoll habe ich den Auftrag erteilt, gell, dass der unten anfangen kann. Okay, perfekt. Dieses günstige Silo und das andere. Ja, machen wir. Gut, bis dann. Okay, ciao. Ciao. Achso, warte mal, ich wollte den Neumann noch anrufen. Aufnehmer ist hin. Neumann. Ja, hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo Herr Neumann, ich bin gerade beim Herrn Racex an der Werkstatt. Ich würde mal gerade bei Ihnen vorbeischauen. Wie schaut es denn um die Felder aus? Wir ernten gerade. Ach, das ist ja nett. Dann komme ich gerade mal rüber gedüst. Marlon! Jo. Gut, bis gleich. Bis gleich, gleich den Dings. Okay, die ernten, das ist gut. Dann kriege ich nämlich auch wieder ein bisschen Geld. Oh, die sind. Das eine Feld haben sie schon fertig. Neue, neue, dann geht's ja richtig ab hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sollen die ruhig mal nochmal machen. Haben ja auch das Vorrecht dann auf die Geschichte hier. Oh ja. Dann prüfen hier. Ja, ich. Ja, das ist optimal trocken. Ja, ja, wieso ist denn der Traktor hier an? Das geht ja mal gar nicht. So, ist der Neumann hier für mich am Dreschen? Neumann! Ja? Ich habe gerade ein Foto für Instagram gemacht, deshalb. Ach so. Passen Sie auf, passen Sie auf! Was, sind Sie lebensmüde oder was? Warte, ich will Marlon anfangen. Marlon! Irgendwas funkt da. Ja? Für wie lange brauchen wir den Drescher? Weiß nicht, eine Stunde? Erst ja, mal? Eine Stunde reicht. Okay, genau, der ist. Habe ich noch ein Feld gekauft? Ja, Herr Neumann. Jo. Wie viel kam denn jetzt schon raus an Ernte? Im Anhänger sind zurzeit schon 17.000 Liter. Das ist alles. Mehr nicht. Also, ich habe hier noch gleich, der Tank ist gleich voll. Okay. Und die ist noch nicht komplett abgeerntet. Gut, dann sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind, ne? Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Okay, das ist ja schon mal. Schon mal Marlon. Ganz gut, ganz gut. Okay.
Also, warte mal, was geht denn da rein? Da gehen, glaube ich, 9000 Liter rein. 28, so 40.000. Und angepflanzt war, glaube ich, Hafer. Dann kriegen wir so 40.000, müssten wir auch wieder rauskriegen. Das ist ganz in Ordnung. Das passt, das passt. Oh, der Baum war aber irgendwie zu nah. Ah, den Hans-Peter muss ich nochmal anhauen. Der hat mir den einen Anhänger nicht bestellt. Den muss er noch bestellen. Den hat er mir nicht bestellt. Vielleicht hat er es inzwischen nachgeholt. Hallo? Hallo? Hier, ja. Volker Varuna, servus. Hallo. Ich war vorhin mal beim Händler kurz, da habe ich aber mit dem Jürgen getroffen, weil der hat mir den Ford hier nochmal konfiguriert. Ja. Ich habe da meinen Anhänger vermisst, den Fliegel. Den habe ich bestellt. Ja. Weiß nicht, vorhin habe ich ihn nicht gesehen, als ich da war. Kann sein, dass er noch nicht da ist. Okay, gut, dann... ich komme gleich und hol die restlichen Sachen. Ja. Gut, bis dann. Oh, ich sehe gerade, da kommt ja gerade der Lieferant. Oh ja. Okay, dann passt's ja. Ein Zufall. Ja. Okay, tschüss. 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 So, gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier... dass das hier geht, dass ich an den Anhänger dann noch das Wasserfass hinten dran krieg. Stangenlinie.